Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Nach seinem Junggesellenabschied steht Patrick Junker unter dringendem Mordverdacht. Rechtsanwalt Floristan Gödings kämpft für ihn. Was los ist, das ist los! Erinnerst du dich nicht an die? Du hast sie umgebracht! Also, um das mal klarzustellen. Du gehst mit einer Stripperin aufs Hotelzimmer und dann bringst du sie um? Ich gehe zur Polizei und zeige mich selber an. Das machst du nicht! Dann rettest du, ey, du reitest mich damit auch in die Scheiße! Das war wirklich nicht intelligent, was Sie da gemacht haben. Sie haben sich hier strafbar gemacht wegen Strafvereitelung. Ganz davon abgesehen, kann die Polizei den ganzen Fall nicht mehr rekonstruieren, weil Sie die Leiche weggebracht haben. Wir haben hier genau zwei Optionen. Entweder Sie helfen mir nicht, dann ist die Polizei innerhalb von einer halben Stunde hier und wird sich die Sache ganz genau anschauen. Oder Sie helfen mir kurz und dann haben Sie in zwei Minuten wieder Ihre Ruhe. Auf einer Landstraße außerhalb von Berlin sitzt Patrick Junker völlig benommen im Auto seines Trauzeugen Nils Schmidt. Gemeinsam mit Freunden haben die beiden gestern Patricks Junggesellenabschied gefeiert. Doch der Abend endete in einer Katastrophe. Hey, aufwachen, Junge! Patrick, aufwachen! Oder meinst du, mach die Scheiße alleine? Oh, was ist denn los? Was machst du für einen Lärm? Komm mal klar. Hast du eine Ahnung, was gestern passiert ist? Was willst du denn von mir? Was ist denn los? Was los ist, das ist los! Was ist das? Ist das Blut oder was? Ey, du hast ein Schimmer. Erinnerst du dich nicht gestern an die Stripperin? Das machen wir hier mitten in der Pampa. Erinnerst du dich nicht an die? Du hast sie umgebracht. Was? So, steig aus jetzt. Komm. Was hab ich? Steig aus. Ey, red doch mal Klartext. Ja, hier. Hey. Klartext. Da, ist das Klartext genug? Boah, Scheiße. Ey, wie ist das, an, ey, was ist das passiert? Komm, wir bringen jetzt ins Gebüsch da hinten. Ey. Komm, pack jetzt an. Hör auf zu schrecken. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Sag mal, ist denn das alles passiert? Ja, du warst besoffen, hast sie mit aufs Hotelzimmer genommen und dann kamst du raus und meinst, ich hab Scheiße gebaut. Ja, Scheiße gebaut. Hier, das ist deine Scheiße gebaut, Mann. Ey, Nils, ey, das können wir nicht machen. Wir müssen die Bullen rufen. Was, die Bullen rufen? Willst du in den Knast gehen oder was? Und ich hab auch keinen Bock auf den Knast. Eine Stunde später kommt Patrick völlig verstört nach Hause. Er kann nicht glauben, dass er eine junge Frau getötet haben soll, auch wenn alle Beweise gegen ihn sprechen. Deshalb hadert der 30-Jährige mit sich, zur Polizei zu gehen und seiner Verlobten Sandra Wagner die Wahrheit zu sagen. Patrick? Ja? Patrick, wo bist du? Hier. Ah, na? Wie war dein Abend in Freiheit? Taschen. Aber Sophie, du riechst feucht fröhlich, ne? Entschuldigung, meine Fahne muss vor 20 Meter gegen den Wind riechen. Also, ich freue mich auf unsere Hochzeit. Ich bin schon total aufgeregt. Ich freue mich auch total. Hast du dir schon Gedanken gemacht zwecks Krawatte für morgen? Was? Wie bitte? Hallo, aufwachen. Wir heiraten morgen. Ja, Entschuldigung, ich bin komplett durch den Wind. Aber ich freue mich wirklich. Ach Mann, oh nee. Du hast echt keinen Schnaps ausgelassen. Das war schließlich mein Junggesellenabschied. Aber ich gehe jetzt wirklich duschen und danach mache ich mir Gedanken um die Krawatte. Okay? Alles okay. Na denn, das ist mein Mann. Aber denk dran, ich muss noch Sachen packen und die letzte Nacht wird getrennt geschlafen. Oh. Ich kann doch jetzt nicht so weitermachen, als wäre nichts passiert. Immerhin habe ich dieses Mädchen auf dem Gewissen. Oh, Scheiße nochmal. Ich kann morgen doch nicht so heiraten, solange ich die Bilder im Kopf habe. Nachdem Sandra und Patrick die letzte Nacht getrennt voneinander verbracht haben, soll am nächsten Morgen die standesamtliche Hochzeit stattfinden. Doch den 30-Jährigen plagt das schlechte Gewissen. Patrick möchte zum Entsetzen seines besten Freundes und Trauzeugen Nils die Trauung kurzfristig absagen und sich der Polizei stellen. Patrick, bist du behämmert? Du kannst nicht zur Polizei gehen. Und außerdem, du kannst Sandra doch nicht hier einfach stehen lassen. Was heißt hier stehen lassen? Hallo? Sandra. Hallo. Hallo. Du siehst wunderschön aus. Genauso, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Ja, danke. Aber was ist los? Warum stehen lassen? Heiraten wir jetzt nicht mehr? Wir wären denn soweit? Oder brauchen Sie noch einen Moment? Einen kleinen Moment bitte noch. Ja, meinen Verlobten geht es gerade nicht so gut. Ach, das kenne ich schon. Aber wir sehen uns ja gleich. Ja? Dankeschön. Ja. Kinder, wir sind schon mal drin. Bis gleich. Schatz, was ist los? Sandra, ich kann dich nicht heiraten.
Bitte was? Ich kann dich nicht heiraten. Ich stecke echt in der Scheiße. Ich kann nicht zulassen, dass du Mörder heiratest. Mörder? Was erzählst du? Ich habe jemanden umgebracht. Es tut mir wirklich alles leid. Ich mach das schon. Patrick! Umgebracht? Was für eine Scheiße. Ich kann mir das alles nicht vorstellen, aber ich habe gestern schon gemerkt, dass der nicht bei der Sache ist. Und dann mich hier so zu demütigen, mich hier stehen zu lassen und ich muss jetzt da reingehen und allen zu sagen, dass die Hochzeit geplatzt ist. Ich stehe wie so ein Depp, ey. Hey Patrick, bist du bescheuert? Ey, du gehst jetzt da rein und heiratest die Frau, die du liebst. Die kannst du doch nicht einfach stehen lassen. Ich kann das nicht. Du warst doch mit dabei. Bestimmt war auch alles ein Unfall und es wird auch irgendwie alles aufgeklärt werden. Aber wenn jetzt irgendjemand diese Leiche findet, es macht keinen Sinn. Ich gehe zur Polizei und zeige mich selber an. Das machst du nicht? Dann du reitest mich damit auch in die Scheiße. Hör mal zu. Ich hab dir geholfen und wenn du das machst, dann stecke ich da genauso mit drin. Okay. Pass auf. Ich sag dir jetzt, was ich mache. Ich gehe zu einem Anwalt und lass mich beraten. Und kümmerst du dich bitte so lange um Sandra? Sag ihr, dass ich sie wirklich liebe und dass mir das wirklich alles wahnsinnig leid tut. Ey, du Vollidiot! Patrick hat sich sofort auf die Suche nach einem erfahrenen Anwalt gemacht und einen kurzfristigen Termin mit Floristan Gödings vereinbaren können. Der engagierte Jurist empfängt den verzweifelten 30-Jährigen bereits am späten Vormittag in seiner Kanzlei. Was ist denn los? Ich habe jemanden umgebracht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Das ist ja echt Hammer. Was? Ja, deswegen habe ich jetzt auch gerade meine Hochzeit platzen lassen. Entschuldigung. Das sind schon wieder meine Eltern. Die versuchen, mich die ganze Zeit zu erreichen. Ich weiß gar nicht, was ich denen sagen soll. Ja gut, setzen Sie sich erstmal hin, bitte. Also, von Anfang an, ich habe ein Auskunftsverweigerungsrecht. Das bedeutet, dass ich hier niemandem was erzählen werde und auch schon gar nicht der Polizei. Das gibt uns die Möglichkeit, dass wir ganz in Ruhe über alles nachdenken können und gucken, was passiert ist. Jetzt erzählen Sie mal, wie ist denn das alles von Anfang an passiert? Wen sollen Sie umgebracht haben? Also, in der Nacht vorgestern auf gestern habe ich meinen Junggesellenabschied gefeiert. War auch eine Riesenfete. Habe mich mit ein paar Kumpels getroffen irgendwann und dann sind wir um die Häuser gezogen. Ja gut, da haben Sie wahrscheinlich auch einiges getrunken. Eine ganze Menge, wir haben richtig gebechert. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann zu einem Kumpel nach Hause gegangen. Da hat eine Stripperin auf uns gewartet, die Nadja. Und wir haben uns alle wahnsinnig gut verstanden. Die Nadja ist dann noch mit auf den Absacker. Sie ist dann nicht nur bei einem Absacker geblieben, natürlich. Ja, aber das hört sich für mich erstmal nicht so an, als ob Sie einen Anwalt bräuchten. Ja, bis jetzt noch nicht. Aber dann sind mein Trauzeuge, Nils und ich, wir haben uns ein Hotelzimmer genommen. Ein Doppelzimmer gab es leider nicht mehr, deswegen hatten wir zwei Einzelzimmer. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die Nadja mit Richtung Hotel gelaufen ist. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Danach habe ich einen kompletten Filmriss. Ja, so weit, so gut. Also bislang ist hier noch gar kein strafbares Verhalten. Ich meine, was ist denn das Nichts, an was Sie sich erinnern können? Nils hat mich geweckt und hat gemeint, ich hätte die Nadja umgebracht. Die Stripperin. Und die lag dann auch tot im Auto. Wir haben dann angehalten und sie hinter einem Gebüsch versteckt. Gut, also da haben Sie also Hilfe geleistet beim Verschwindenlassen einer Leiche, das ist natürlich strafbar. Aber das ist kein Totschlag. Also ich frage Sie jetzt nochmal, wie kommen Sie dazu, dass Sie glauben, diese Nadja umgebracht zu haben? Nils hat es mir doch erzählt. Der Nils ist am nächsten Morgen in mein Hotelzimmer reingegangen und hat dann die Nadja dort tot mit einer Platzwunde vorm Bett entdeckt. Er hat versucht, mich zu wecken, aber ich war noch so knüllend voll, er hat mich nicht wach bekommen. Und irgendwie hat er dann Nadja und mich runtergeschleppt. Also das mit der Selbstanzeige, das ist so eine freiwillige Sache, da sollten wir jetzt nichts übereilen. Ich würde an der Stelle vorschlagen... Entschuldigung, mein Handy. Das ist meine Verlobte, ich habe die gerade stehen lassen um Standesamt. Ja, gehen Sie ran. Sandra? Ja, ja, ich weiß. Es tut mir alles so wahnsinnig leid. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Sandra, pass auf. Ich bin jetzt gerade bei meinem Anwalt. Ich melde mich bei dir, okay? Sandra, ich liebe dich. So, bevor ich stehen geblieben. Was ich vorschlagen würde, ist, dass wir da hinfahren, wo Sie die Leiche abgelegt haben. Wenn die sich da immer noch befindet, dann würde ich vorschlagen, dass wir zur Polizei gehen. Okay. Ja? Sollen wir jetzt gleich gehen? Gerne, ja. Gut. Let's go, let's go.
Patrick vertraut dem Rat seines Anwalts. Gemeinsam mit Floristan Gödings fährt der Kfz-Mechaniker zu dem abgelegenen Feld, in dem er heute Morgen mit seinem besten Freund Nils die tote Stripperin versteckt hat. Doch von dem Leichnam fehlt jede Spur. Scheiße, die Leiche ist weg. Ich versteh's nicht. Sind Sie sich sicher, dass es der richtige Ort ist hier? Hundertprozentig, 200%ig. Da unten haben wir das Auto geparkt und sind dann da zusammen hoch mit Nils und der Leiche und haben sie hier abgelegt, definitiv. Ich raff's nicht. Haben Sie noch mal mit jemand anders telefoniert, irgendjemand anders darüber gesprochen? Nein, definitiv nicht. Gut, also dann verstehe ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich meine, wenn jetzt hier irgendwie ein Passant vorbeigekommen wäre, der hätte ja die Polizei gerufen, dann wäre das hier alles abgesperrt gewesen, verstehen Sie? Ja, aber was ist, wenn die Polizei schon da war und alles mitgenommen hat, inklusive der Leiche? Ja, also wie gesagt, wenn die Polizei hier gewesen wäre, würde das immer noch abgesperrt sein. Ist es denn möglich, dass Ihr Freund Nils, dass der die Leiche weggeschafft hat? Nils, nee, der hätte mir doch irgendwas erzählt. Gut, also ich will mich auf jeden Fall mit ihm unterhalten. Ich meine, ich traue es Ihnen einfach nicht zu, wenn Sie von nichts mehr wissen. Dass Sie auch noch vorsätzlich jemanden umbringt, das glaube ich nicht. Ich meine, es kann auch sein, dass die Frau gefallen ist und sich eine Wunde zugezogen hat. Eigentlich will ich ja bloß noch, dass dieser Albtraum endlich endet. Tja, da kann ich Sie leider nicht beruhigen. Ich glaube, der hat wirklich erst gerade angefangen. Aber wie gesagt, es gibt viel zu viele Ungereimtheiten, Ihr Gedächtnisverlust und dann auch noch die verschwundene Leiche. Aber wissen Sie was, vielleicht weiß der Nils ja was, was er nicht für wichtig gehalten hat, uns aber weiterhilft. Ich glaube zwar nicht, dass er irgendwas Neues weiß, aber nun gut. Ja, wir müssen es probieren. Ich meine, man weiß ja nicht, wie das nachher ausgeht, ja? Und wenn der was weiß und uns dabei helfen kann, dann wird das schon was. Also aufpassen, dass wir das Ding nicht mitnehmen. Patrick setzt auf die Erfahrung seines Anwalts und hofft, die Tatnacht mit Hilfe von Floristan Gödings rekonstruieren zu können. Die beiden Männer machen sich gleich auf den Weg in die Berliner Innenstadt, wo sein Freund Nils eine Kaffeebar betreibt. Auch wenn alle Indizien gegen Patrick sprechen, hofft er immer noch inständig unschuldig zu sein. Scheiße, Alter, die Leiche ist weg. Ich schrei doch noch lauter, komm. Die Leiche ist weg. Wie, du weißt von nichts? Das heißt, du hast sie gar nicht weggenommen? Ey, ich weiß gar nichts. Ich check nichts. Außerdem ist der Typ da. Ja, ich darf mich mal ganz kurz vorstellen. Rechtsanwalt Gödings, hallo. Ich vertrete den Herrn Juncker und der hat mich über alles ins Bild gesetzt. Also Sie können ja ganz offen reden. Schön, schön. Aber wieso? Seid ihr da vorbeigefahren oder warum wisst ihr das gleich? Natürlich sind wir da vorbeigefahren. Wir wollten nur so schließlich ein Bild von der ganzen Situation machen. Aber da war überhaupt gar nichts. Herr Schmidt, ist Ihnen da irgendwas aufgefallen auf der Landstraße oder ist Ihnen vielleicht irgendjemand gefolgt? Ich bin doch nicht blöd. Ich habe mich mehrmals umgeschaut und das ist definitiv keiner gewesen. Nein. Also ich möchte, dass Sie sich versuchen zu erinnern, was an diesem Abend genau passiert ist. Schildern Sie mal den Abend aus Ihrem Blickwinkel heraus. Aber damit wir es klarstellen, Sie haben eine Schweigepflicht, ne? Alles, was ich sage, ist jetzt nicht, dass ich dem Patrick da in die Scheiße haue. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Von mir erfährt überhaupt niemand was. Ich vertrete den Herrn Juncker und wenn es sein muss, werde ich ihn auch verteidigen. Also, erzählen Sie mal. Ja, gut. Wir haben halt Junggesellenabschied gefeiert und dann säuft man halt viel, ne? Ist ja normal. Und Patrick hat halt richtig Gas gegeben. Und ich habe halt unterwegs auch mal gesagt, er soll mal eine Cola trinken, mal ein bisschen ruhiger machen. Aber er war nicht zu bremsen und war halt total besoffen. Nils? Ja, Augenblick. Nils, und wie ging es dann weiter? Ja, waren wir beim Tim, haben da weitergefeiert. Die Stripperin Nadja kam, die hat dann ihre Schule abgezogen und die fand es bei uns so geil, die ist dann auch direkt geblieben. Die noch mit uns rumgeschakert, hier mit Patrick am meisten, die haben sich gut verstanden. Die sind dann auch zusammen aufs Hotel gegangen. Sagen Sie mal, Herr Schmidt, fanden Sie das nicht ein bisschen merkwürdig, dass... Fanden Sie das nicht ein bisschen merkwürdig, dass der Junker mit der Nadja aufs Hotel gegangen ist? Ja, schon, aber ich war auch so besoffen, ich konnte dagegen nichts mehr machen und Patrick war auch schon so voll, ich habe gesagt, passiert nichts. Wie ging es denn dann weiter? Sie sind aufgewacht, Sie sind ins Zimmer von Herrn Juncker gegangen, wollten sich erkundigen, wie es ihm ging. Da haben Sie die Nadja auf dem Boden gefunden, die war tot. So, ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Ich meine, irgendwelche Würgemale, Schnittwunden, irgendwas, woran sie gestorben sein könnte? Ja, klar, die hatten, sah so aus, als ob die was auf den Kopf bekommen hätte oder auf den Kopf gefallen. Das sind große Platzwunde. Ja, und wie bin ich dann ins Auto gekommen und die Nadja? Ja, dich habe ich nicht wach gekriegt und in Panik habe ich mir einen Sack gepackt von der Putzfrau, die da reingepackt, das Blut weggewischt, die mit dem Aufzug runter ins Parkhaus in meinen Kofferraum und dann habe ich die später auch noch hinterher geschleppt. Wie krass ist denn das? Du hast mich echt alleine runtergetragen. Ja, also krass ist der richtige Ausdruck. Das war wirklich nicht intelligent, was Sie da gemacht haben. Denn zum einen haben Sie sich hier strafbar gemacht wegen Strafvereitelung.
Und zum anderen kann die Polizei die ganze Tat nicht mehr rekonstruieren, weil sie die Leiche weggeschafft haben. Ja, was hätten Sie denn in meiner Situation gemacht? Ich wollte dem Patrick einfach nur helfen. Wenn wir die vorschlagen, dann gehen wir zur Polizei und fragen, ob da eine Frau vermisst wird. Ja? Okay. Herr Schmidt, vielen Dank. Ja. Als Anwalt ist es meine Pflicht, meinen Mandanten zu schützen. Das bedeutet auch, ihn von einer Selbstanzeige abzubringen. Aber dieser Fall ist so mysteriös, dass es meinem Mandanten und ehrlich gesagt auch mir viel lieber ist, dass wir uns zumindest vorsichtig bei der Polizei erkundigen, ob diese Nadja denn gefunden oder als vermisst gemeldet wurde. Und von da aus können wir dann immer noch weiterschauen. Patrick Junker glaubt, unter Alkoholeinfluss eine Stripperin ermordet zu haben und sucht gemeinsam mit seinem Rechtsanwalt Florestan Gödings eine Berliner Polizeidienststelle auf. Der 30-Jährige hat einen Filmriss und von der Leiche fehlt mittlerweile jede Spur. Die beiden Männer wollen nun herausfinden, ob die junge Frau als vermisst gemeldet ist. Sie wissen ja, wenn es keine Vermisste gibt, ja? Ja, dann brauche ich nichts von dem Mord erwähnen, ist mir schon klar. Aber ich halte es nicht mehr aus. Mord? Was für ein Mord, Herr Junker? Ja, ich glaube, ich habe jemanden umgebracht. Ach, Sie glauben? Ja, Moment. Also, was mein Mann dann sagen möchte, ist, dass er sich an nichts erinnern kann. Ja gut, jetzt mal ganz langsam. Wann und wo haben Sie jemanden getötet? Nadja, die Stripperin. An meinem Junggesellenabschied im Hotel. Und wie, wenn ich fragen darf? Ja, das ist genau die Sache. Es ist wohl ganz offensichtlich so, dass mein Mandant zusammen mit dieser Nadja im Zimmer gewesen ist. Das nächste, woran er sich aber explizit erinnern kann, ist, dass er neben seinem Trauzeug und besten Freund in seinem Auto gesessen hat. Die Nadja war im Kofferraum, die sind beide in Panik, die Landstraße runter, haben sie da abgelegt, alles in Richtung Potsdam. Okay, dann rufe ich die Spusi an und dann fahren wir jetzt dorthin. Ich glaube, das können Sie sich sparen, wir waren gerade da vor Ort und die Leiche befindet sich nicht mehr da. Weil Ihr Mandant sich hat verschwinden lassen irgendwie. Nein, das versuche ich Ihnen ja gerade erklären. Sie, Herr Junker, erklären da gar nichts. Sie stiften nur Verwirrung. Die Leiche kann doch nicht gelaufen sein, oder wie? Also vielleicht versuchen wir es wieder mit ein bisschen mehr Sachlichkeit. Also mein Mandant ist ja immerhin freiwillig hier. Das heißt, er kommt mit den besten Absichten. Es wäre auch relativ unlogisch, wenn er zuerst erzählen würde, wie und wo er die Leiche abgelegt hat, um sie vorher verschwinden halt lassen. Also das macht ja keinen Sinn. Okay, schau jetzt mal in den Computer. Vielleicht gibt es ja schon eine Vermisstenanzeige zu dieser Nadja. Kleinen Moment. Weil wenn sie getötet haben wollen, dann hat sich vielleicht schon jemand als vermisst gemeldet. Ah. Also im Moment liegt noch keine Vermisstenanzeige vor. Es kann aber auch sein, dass Nadja nur ein Künstlername ist. Meine gute Frau ist ja Stripperin, oder? Ja, aber was ist denn jetzt mit mir? Ich würde jetzt vorhin einen Vorschlag machen. Ich rufe jetzt ein, zwei Kollegen von der Spurensicherung an und wir fahren gemeinsam an den Ort, wo sie die Leiche abgelegt haben. Und dann werden wir sehen, ob wir was finden und dann sehen wir erstmal weiter. Wenn ich noch darum bitten dürfte, die Nerven meines Mandanten nicht weiter zu strapazieren. Wie Sie sehen, ist er noch im Hochzeitsoutfit. Die Hochzeit selbst ist auch geplatzt. Ich würde wirklich vorschlagen, dass er mal kurz durchatmen kann, mal kurz nach Hause darf und dann würde ich mitkommen. Also ich habe generell kein Problem damit, aber Sie müssen sich weiter zur Verfügung stellen für uns. Ja, klar, natürlich. Alles klar. Vielen Dank. Also, Herr Junker, jetzt gehen Sie erstmal nach Hause, atmen Sie erstmal tief durch. Ja, sprechen Sie mit Ihrer Verlobten und Kopf hoch, das wird schon werden. Super. Alles klar? Dankeschön. Gut, dann mach ich's. So rätselhaft der Fall auch ist, aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung von Herrn Junker, zu mir zu kommen und zur Polizei zu gehen. Und ich denke, dass der Herr von der Polizei das im Ergebnis genauso sehen dürfte. Außerdem gibt es überhaupt gar keinen Grund für Herrn Junker, weiter auf dem Präsidium zu bleiben, denn es gibt schlichtweg keine Beweise, die auf ein Verbrechen hindeuten würden. Nach den dramatischen Ereignissen der letzten beiden Tage steht Patricks Leben Kopf. Während die Polizei ihre Ermittlungen aufnimmt, muss der 30-Jährige seiner Verlobten Sandra wegen der geplatzten Hochzeit zu Hause Rede und Antwort stehen. Wo warst du, verdammt nochmal? Ich hab's dir doch erklärt. Ich war bei meinem Anwalt. Pass auf. Ich liebe dich, wirklich. Und wenn das alles über der Bühne ist, dann ist das Erste, was wir tun, heiraten. Glaubst du, nach all dem möchte ich dich jetzt noch heiraten? Nachdem du mich heute so gedemütigt hast? Sandra, du musst mir glauben. Wenn ich nicht einen wichtigen Grund dafür gehabt hätte, hätte ich dich niemals stehen lassen. Es hat mir auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht, warum auch. Aber ich habe einen Menschen umgebracht. Überleg doch mal. Ja, aber wen denn und warum? Erklär's mir. Patrick nimmt all seinen Mut zusammen und erzählt seiner Verlobten von seinem Junggesellenabschied, seinem Filmriss und der Frauenleiche. Also um das mal klarzustellen. Du gehst mit einer Stripperin aufs Hotelzimmer und dann bringst du sie um? Ich war
weiß es doch auch nicht, wirklich. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe ein komplettes Blackout. Aber der Anwalt meint, dass es wahrscheinlich alles ein Unfall war. Ein Unfall? Hattet ihr Sex? Ich weiß es nicht. Ich habe ein Blackout komplett. Nils hat gemeint, ich wäre wahrscheinlich nicht mal mehr dazu in der Lage dazu gewesen. Es tut mir echt leid. Es tut dir leid. Du hast mich beschissen, ja? Du hast mich vorm Standesamt stehen gelassen und jetzt hast du auch noch eine Stripperin auf dem Gewissen. Ich glaub das alles nicht. Du musst mir aber glauben, alles, was ich gemacht habe, habe ich doch nicht gemacht, um dich irgendwie zu verletzen. Ich würde doch nicht mit einer Stripperin Sex haben. Ich weiß nicht mal, warum ich mit der aufs Zimmer gegangen bin. Du kennst mich doch. Nee, anscheinend nicht. Sonst hättest du mir nämlich schon viel früher gesagt, was los ist. Sandra, bitte. Nee. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Du tust wirklich einen ganzen Tag lang so, als wäre alles in Ordnung. Ich frag dich auch noch. Und dann lässt du mich vorm Standesamt stehen. Zieh dir das mal rein. Was für eine Scheiße. Ich habe mich so lange darauf gefreut. Der schönste Tag des Lebens. Was für ein Mist, ey.